Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. Heute geht es um die fehlerfreie Einstellung der Motorventile an eurem Viertaktroller. Und wir starten sofort mit Punkt Nummer 1, nämlich, dass die Einstellung der Motorventile bei kaltem Motor erfolgt. Das heißt, solltet ihr die Einstellung im Rahmen einer Inspektion machen, macht ihr das noch vor dem Ölwechsel, denn der Ölwechsel wird immer bei warmem Motor gemacht. So, als erstes legen wir so ein sauberes Tuch unter den Roller, damit das Öl nicht auf den Boden kleckert. Um an die Ventile ranzukommen, müssen wir erstmal das Helmfach entfernen. Bei den meisten Rollern sind es hier zwei Schrauben, hier oben zwei und eine hier. Sind diese gelöst, können wir das Helmfach nach oben rausnehmen. Die Ventile befinden sich unter diesem Deckel. Um da noch besser ranzukommen, verschaffe ich mir hier noch den Zugang durch diesen Deckel. Bei einigen Rollern fehlt dieser aber, dann kann die komplette Platte hier vorne entfernt werden. Dieser Deckel ist mit mindestens 4 Schrauben befestigt. 2 oben, dann 2 unten. Eine hier, eine da. Und bei einigen von euch könnte noch so eine Abgasrückführung dran sein. Dann sind hier noch 2 Schrauben. Die alle 6 Schrauben sind jetzt erstmal zu entfernen. Und dafür brauchen wir eine 10er Stecknuss. Man sollte die Schrauben über Kreuz lösen, damit nichts verzogen wird. Sind alle Schrauben gelöst, können wir den Schlauch hier abmachen. Ihr könnt das natürlich auch vor dem Aufschrauben schon machen. So, und jetzt können wir den Deckel vorsichtig abziehen und rausnehmen. So, und da sind unsere beiden Ventile. Einlass und Auslass. Bevor wir die jedoch einstellen können, müssen wir den Motor erstmal bzw. den Kolben in die richtige Position bringen. Das machen wir hier auf der rechten Seite und zwar hier unter der Lüfterradabdeckung. Die müsst ihr eigentlich nicht abmachen, ich mache die jetzt nur ab, um euch zu zeigen, wie es darunter aussieht. Auf dem Polrad gibt es Buchstaben und hier auf dem Gehäuse gibt es so eine Schwelle, ich weiß nicht, wie das Teil heißt. Zum Einstellen der Ventile muss der Kolben in den oberen Totpunkt gebracht werden. Das heißt, dieses T muss hier auf diesen Nöppel zeigen, beziehungsweise andersrum der Nöppel auf das T zeigen. Dafür könnt ihr einfach das Polrad drehen. Achtung aber, es gibt zwei Totpunkte. Den richtigen erkennt man daran, dass wenn das T auf den Nöppel zeigt, hier vorne bei der Nockenwelle seht ihr so ein Loch auf dieser Scheibe. Das Loch muss nach vorne zeigen. Das ist Punkt Nummer 1. Und der Punkt Nummer 2, an dem ihr die richtige Position erkennt, ist, wenn ihr hier am Lüfterrad leicht wackelt, seht ihr auch die Nockenwelle leicht wackeln. Aber die Ventile dürfen nicht wackeln, die müssen stillstehen. Nochmal das gleiche von oben. So, ist es bei euch der Fall, dann ist die Einstellung richtig. Drehen wir einmal eine Runde weiter, um zu zeigen, wie es falsch aussieht. Da haben wir immer noch das T. Aber auf der Nockenwelle ist hier vorne erstmal kein Loch zu sehen. Und zweitens, wieder wenn wir hier am Lüfterrad leicht hin und her wackeln, wackeln auch die Ventile mit. Nochmal einmal kurz von oben.
Da könnt ihr sehen, da wackelt der Einlass. Also drehen wir für die richtige Einstellung das Rad nochmal um eine volle Umdrehung. Prüfen wir es nochmal. So, jetzt ist es richtig so. Jetzt kommen wir dazu, warum ihr die Abdeckung nicht abmachen müsst. Und zwar ist hier bei den meisten Rollern so eine mutterartige Form. Die ist in meinem Fall mit einem 13er Steckschlüssel zu bewegen. Und die ist auch hier über die Lüfterradabdeckung zu erreichen. Und die Markierungen sind hier über den Gummideckel. So, mit Licht sieht das schon besser aus. Da kann man nämlich hier diese Schwelle sehen. Und die Markierung, das D. Also müssen wir hier eigentlich nichts abmachen, nur den Deckel auf diesen Gummideckel. Und das Lüfterrad können wir so drehen. Ist nicht bei allen Rollern so, aber bei den meisten. Für die Messung des Spiels der Ventilspiele brauchen wir so ein Werkzeug, das heißt Fühlerlehre. Gibt es in jedem Motorradladen wie zum Beispiel Polo oder Luis für 5 Euro. Die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Als nächstes müsst ihr dann heraussuchen, welches Ventilspiel bei eurem Roller die richtige ist. Bei den meisten China-Rollern ist es 0,1 mm Einlass und 0,1 Auslass. Es gibt aber auch einige, wo der Einlass 0,05 mm breit ist. Bei meinem Modell haben beide Ventile das Spiel von 0,1. Das heißt, wir suchen hier uns ein Plättchen aus mit 0,1. Die anderen Klappen war weg. So, die Fühlerlehre wird jetzt hier in diesem Spalt, den ihr hier seht, der kleine, eingeführt. Und ihr bewegt die Fühlerlehre hin und her. Das darf nicht zu schwer hin und her gehen, muss aber leicht schleifen. Hier merke ich kaum Reibungswiderstand, wenn ich das Plättchen hin und her bewege, also muss das Ventil nachgestellt werden. Dafür schraube ich diese Schraube hier auf. Das geht mit einem 9er Maulschlüssel oder 9er Steckschlüssel. Und das Ventilspiel wird hier über diesen Nöppel nachgestellt. Den kann man aber mit der Hand hin und her drehen. So, ich führe das 0,1er Blatt nochmal ein und drehe das Ventilspiel ein bisschen zu. Das ist hier zum Beispiel zu fest zugedreht, da bewegt sich das Plättchen nicht mehr, also drehe ich noch ein bisschen auf. Das muss schleifen. Mit einem kleinen Widerstand muss ich das Plättchen hin und her bewegen lassen. So. Das scheint so gut zu sein. Jetzt muss das Ventilspiel so fixiert werden. Dafür halte ich hier mit so einer Zange diese Einstellschraube fest und ziehe die Fixiermutter nach und nach fest. Ich achte darauf, dass sich die Einstellschraube nicht bewegt. So, aber nur handfest festziehen. So. Jetzt prüfe ich nochmal das Spiel. Kann sein, dass sich die Einstellschraube ein bisschen doch zugedreht hat. Ich hole nochmal das 0,1er Plättchen raus. Ups. Versuche es hier durchzuschieben. Und das scheint sehr gut zu sein hier mit Widerstand. Nochmal zur Kontrolle das nächstgrößere Plättchen 0,15er. Das darf da wieder nicht reinpassen.
Ja, das sieht schon besser aus. So, das 0,1er Blättchen passt rein. 0,15 passt nicht mehr rein. Dann ist das Ventil richtig eingestellt. Genauso geht es bei dem Auslassventil. Da ist es nur ein bisschen schwieriger ranzukommen, geht aber genauso. Vergesst nicht, nach dem Festziehen dieser Mutter das Ventilspiel noch einmal zu prüfen. Kann sein, dass ihr die mehrmals nachstellen müsst, das gehört aber dazu. Sind beide Ventile eingestellt, kommt der Ventildeckel drauf. So. Die Schrauben werden über Kreuz festgezogen. Wer einen Drehmomentschlüssel hat, der stellt ihn auf 10 Newtonmeter ein. Die Schrauben werden nämlich über Kreuz mit 10 Newtonmeter festgezogen. Wer keinen hat, einfach handfest zuziehen. So eine Ratsche von der Größe sollte reichen. Da soll jetzt kein großer Hebel angewandt werden. So, sitzt der Ventildeckel wieder drauf. Setzen wir noch den Schlauch drauf. Wer so einen Schlauch hat. So. Und starten den Roller, um zu schauen, ob die Ventile richtig eingestellt sind. Lass den Motor am liebsten noch ein paar Minuten laufen, damit die Ventile warm werden. Dann verringert sich noch ein bisschen der Abstand. Wenn der Roller dann weiterhin gut läuft, nicht ausgeht, gut Gas annimmt, dann habt ihr einen guten Job gemacht und die Ventile richtig eingestellt. Abschließend hier diesen Gummideckel nicht vergessen. Kommt hier drauf. Das Helmfach kommt wieder drauf. Und falls ihr hier vorne noch aufgemacht habt, den Deckel wieder zu, beziehungsweise diese Front hier. Und das war's auch schon. Falls ihr weitere Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um weitere Tipps, weitere Videos nicht mehr zu verpassen. Ja, in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.